Ein herrlicher Tag heute in Völklingen, genauer gesagt in Völklingen-Ludweiler. Allerdings war das vor über einem Jahr ganz anders, denn hier hat es gebrannt. Genau, hier oben aus diesem Fenster sind die Flammen geschlagen. Und deswegen gehen wir mal kurz rüber und lassen uns erzählen, was genau hier passiert ist. Und erstmal, hallo, guten Tag. Guten Tag. Wenn Sie sich kurz vorstellen mögen. Also, mein Name ist Klaus Momper. Und ich bin der Sohn der ehemaligen Hausbesitzerin, die leider verstorben ist. Die ist verstorben, das ja mein Beileid erstmal, Herr Momper. Aber allerdings geht darum, vor mehr als einem Jahr hat es hier ganz, ganz böse gebrannt. Ja, also es hat wirklich furchtbar gebrannt. Das ganze Dachgeschoss war verbrannt. Und meine Mutter musste ausziehen, weil das ganze Haus von den Löscharbeiten beeinträchtigt war. Und ja, wir standen dann vor dem Problem, was wir jetzt tun. Herr Momper, ich würde vorschlagen, wir gehen mal kurz rein, damit Sie uns mal zeigen können, wo genau was passiert ist. Okay, dann gehen wir mal vor. Ganz nach oben, ja. Und wir sind nun hier in einem Raum, in dem ja offensichtlich alles begann, Herr Momper. Weiß man genau, was und wie es passiert ist? Also, man weiß nur, dass das Feuer in diesem Raum hier angefangen hat. Und hat zuerst mal diesen Raum komplett zerstört. Er war wirklich verbrannt. Die ganzen Plastiksachen waren geschmolzen, die Heizungsrohre geplatzt. Muss eine ungeheure Hitzeentwicklung gewesen sein. Und dann sind die Flammen wohl auch aus der Tür rausgeschlagen, die verbrannt war. Und die ganze Etage war komplett rußgeschwärzt und war hinüber. In dem Moment war Ihre Mutter auch noch hier im Haus? Ja, meine Mutter wohnte unter in der Etage unten drunter und konnte dann von Nachbarn gerettet werden. Die Nachbarn haben sie runtergebracht. Meine Mutter war gehbehindert zu dem Zeitpunkt und hatte also ungeheures Glück, dass sie da so davongekommen ist. Ne? Das heißt, die Nachbarschaft hat das Feuer schon bemerkt, weil eben die Flammen, wie Sie sagten, hier schon aus den Fenstern geschlagen ist. Das heißt, Die Nachbarschaft war alarmiert. Die Nachbarn, die das Feuer bemerkt haben, die wohnten in der Hauptstraße in Ludweiler und haben aus ihrem Fenster raus das Feuer gesehen und haben dann die Feuerwehr alarmiert. Zum Glück für Ihre Mutter. Zum Glück, ja. Ja, Wahnsinn, das ist also eine unvorstellbare Geschichte. Ich glaube, jeder, der das jetzt hört und sich allein die Vorstellung, man sitzt in einem brennenden Haus fest oder noch schlimmer in dem Fall über Ihre Mutter, dass sie eben auch noch auf Hilfe angewiesen ist, weil sie aus eigenen Kräften nicht herausgekommen wäre. Also gruselige Vorstellung. Das ist wirklich schrecklich, ja. Und sie hatte halt ungeheures Glück. Das auf jeden Fall. Und man konnte nie wirklich feststellen, was es war. Es war ein technischer Defekt, wurde festgestellt. War wohl ein technischer Defekt. Es konnte nicht ermittelt werden, wie es letzten Endes passiert ist. Auf jeden Fall war niemand in der Etage. Die Etage war zu der Zeit leer. Oder es hat der Bewohner, ein Neffe von mir, hat hier gewohnt und der war aber nicht da. Und der Brand ist also irgendwie anders ausgebrochen. Aber inzwischen sind die Brandschäden komplett behoben. Inzwischen sind die Brandschäden komplett behoben. Und es sah wirklich verheerend aus hier. Hier unter der Decke ist ein Holzbalken. Der war so durchgebrannt, dass er mit Eisenträgern geschient werden musste. Und der Raum hier war wirklich komplett verbrannt. Das Feuer ist hier aus der Türe rausgeschlagen. Wobei hat es in den Räumen nicht gebrannt, aber es war so eine Hitzeentwicklung, dass zum Teil die Türen angekokelt waren, Plastikteile wie die Verteilerschränke oder so waren geschmolzen. Also es muss eine ungeheure Hitze hier oben gewesen sein. Und alle Räume waren schwarz, einfach schwarz. Durch den ganzen Ruß, der sich überall über die komplette Etage hier verteilt hat. Wir schauen hier mal kurz rein. Das sind ja auch wirklich alles sehr große Räume auch. Und trotzdem hat sich das hier über die komplette Etage alles verteilt. Die ganzen Möbel, die ganzen Einrichtungen waren vollkommen schwarz, unbrauchbar, musste nachher alles entsorgt werden. Es war verkohlte oder verschmolzene Sachen lagen auf dem Boden. Es war halt schon ziemlich grausam hier.
Das kann ich mir vorstellen. Wie war es denn für Sie, als Sie zum ersten Mal, Sie waren ja an dem Tag nicht dabei? Wir sind abends, ist das Feuer ausgebrochen, wir sind natürlich gleich hierher gefahren und die Polizei hat aber dann alles abgesperrt und wir konnten auch in das Haus nicht rein, weil nicht klar war, was da drin passiert war, und sind dann am nächsten Tag erst nochmal rein und haben dann die ganzen Schäden gesehen. Genau, man konnte es auch draußen sehen, also das heißt, die Polizei hat das ganze Haus hier versiegelt, um eben, die Kriminalpolizei sogar selbst war das, um eben ja alles Mögliche auszuschließen, um eben zu gucken, ob vielleicht auch nicht... Wir kamen dann einen Tag später mit irgendwelchen Wagen mit Labor drin und haben halt hier ihre Untersuchungen gemacht. Wie fühlt man sich, wenn man noch nicht mal ins eigene Haus gehen darf? Man weiß, es hat gerade ihre Mutter, es hat gebrannt, es ist was passiert und dann darf man nicht mal zurück in die eigene Wohnung und ist auf Hilfe anderer Menschen angewiesen. Das ist Schock. Ja. Das ist einfach ein Schock. Zuerst ist man mal froh, dass nicht mehr passiert ist. Das ganze Haus hätte abbrennen können. Und dann ist man eigentlich nur noch dabei zu organisieren, was jetzt noch zu machen ist. Ne? Es blieb ja nicht nur beim Brand selbst und den Brandschäden, wie Sie mir erzählt haben. Es gab ja auch Folgeschäden durch Löscharbeiten. Die unteren Etagen waren nicht verbrannt, aber da ist natürlich Löschwasser durchgedrungen, hat zum Teil die Decken kaputt gemacht und das ging bis in das Erdgeschoss runter zum Teil. Ne? Und insofern war das ganze Haus in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, der erste Schock musste dadurch erstmal verdaut werden und dann irgendwann ging es auch weiter, okay, hier das Ganze muss renoviert, saniert, wiederhergestellt werden. Ja, dann kommen die Geschichten mit Versicherungen und dann guckt man sich um, wer sowas macht, und das war dann schon ziemlich viel Organisation. Aber Sie sind fündig geworden. Bitte? Sie sind fündig geworden. Sie haben die richtige Firma gefunden, die Ihnen hier sehr, sehr viel weiterhelfen konnte. Ja, ich hatte zwei Firmen in engerer Auswahl oder beziehungsweise eine Firma zuerst, die habe ich, glaube ich, im Internet gefunden unter Brandsanierung. Und die haben dann auch ein Angebot gemacht. Und dann dachte ich, es ist gut, sich auch nach einem anderen Angebot umzusehen. Und bin dann auf die Firma Südwest gestoßen. Und das war, finde ich, ein ziemlich großes Glück, weil die Firma Südwest, es hat mir gut gefallen, dass die Firma praktisch die ganzen Arbeiten eigenhändig erledigt, ne? Und nicht Fremdfirmen organisiert, sondern alles unter einem Dach ist. Und das war eigentlich dann, und die super freundliche Art des Herrn Gaczynskis hat mich dann, dann war klar, dass ich die Firma Südwest auswähle. Mhm. Und hier haben wir jetzt auch Herrn Grünewald von Südwest. Guten Tag, Herr Grünewald. Hallo. Herr Grünewald, Sie müssen mal kurz unseren Zuschauern erklären, wer ist Südwest, was macht Südwest? Südwest ist im Bereich Wasser- und Brandschadensanierung tätig, geht los bei Schadensaufnahme, Sofortsicherungen bei Hausbränden, wenn Eingangstüre betroffen sind. Das ist... Also wenn es brennt oder eben Wasserschaden war, dann sind Sie zur Stelle. Was genau beinhaltet jetzt alles, also wenn ich Sie jetzt rufe... engagiere, was genau sind dann Ihre Leistungen? Das kommt darauf an, für was wir gerufen werden. Also im Bereich von der Wasserschäde machen wir über die Leckageortung. Das heißt, wir suchen die Leckage, erstelle dann zügig die Angebote für die Wiederherstellung bzw. Vorarbeiten und Trocknung. Das wird dann an die Versicherungen versendet. Nach Freigabe erhalten wir dann meistens auch den Auftrag vom Kunden selbst. Und dann werden wir sofort tätig, bzw. wir führen dann die Vorarbeiten auf, bauen Trocknungen auf und gehen danach fast nahtlos, wenn möglich, in die Renovierungsarbeiten über. Herr Grünewald, was genau war jetzt hier zu tun, hier in diesem Objekt? Hier war Komplettsanierung erforderlich aufgrund des Brandschadens, inklusive einer massiven Schimmelbildung im Deckebereich. Also hier wurde sogar die Zwischendecke alles entfernt aufgrund von der Schimmelbildung über die Desinfektion nachher zum kompletten Wiederaufbau von alle Wohnbereiche hier. Genau, wir hatten hier Schäden einmal durch den Brand, der hier stattgefunden hat, und natürlich auch dann die Folgeschäden durch das Löschwasser des Ganzen hier. Genau,
durch das Löschwasser ist halt massive Schimmelbildung im Zwischendeckebereich entstanden und das musste alles komplett entkernt werden. Welche Punkte jetzt, ich frage mal anders, ich hoffe, dass mir das niemals passieren wird, aber es sollte mir ein ähnliches Schicksal widerfahren, zum Beispiel jetzt hier, dass ich einen Hausbrand habe. Und ab wann kann ich Sie dann rufen und Sie können mir wobei dann helfen? Im Prinzip können Sie uns sofort alarmieren. Das heißt, wenn die Feuerwehr noch am Löschen ist, könnte sie uns schon einschalten, weil, wie gesagt, es müsse eventuell Sofortmaßnahmen getroffen werden in Beziehung auf Einbruchschutz. Sollte jetzt Haustüre oder sowas zerstört sein, machen wir natürlich das Gebäude erstmal nochmal notdürftig verriegeln, sodass keine Fremdleute reinkommen. Und ja, wie gesagt, sobald die Baustelle freigegeben wird, können wir anfangen, Angebote zu erstellen, Schadensaufnahmen zu betreiben. Im Brandfall ist es meistens so, dass erstmal geräumt wird, um genau den Schaden näher zu ermitteln. Genau. Und wenn es jetzt später in die Sanierung geht, das machen Sie natürlich nicht selbst, sondern Sie arbeiten dann ganz eng mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen. Also den größten Teil machen wir aus eigener Hand. Mittlerweile ist es vom Auftragsvolumen, dass wir auch Fremdunternehmen mit einbeziehen. Aber wie gesagt, Ansprechpartner ist und bleibt immer die Firma Südwest. Das läuft alles generell über die Firma Südwest. Was ja auch sehr gut für den Kunden ist, eben einen Ansprechpartner für alles zu haben und eben nicht mehrere, die dann, ja, jeder sein eigenes Programm machen möchte, sondern bei Ihnen läuft alles aus einer Hand und so gut geregelt. Sie sagten gerade eben ja schon, Sie waren sehr zufrieden mit den Leistungen. Ich war sehr zufrieden mit den Leistungen. Wir wissen noch nicht genau, wie weit wir das Haus wiederherstellen in den Etagen, die jetzt nicht renoviert worden sind und weil wir schon vorhaben, das Haus dann zu verkaufen. Also wird auf jeden Fall verkauft werden, weil Sie selbst, ja, wir leben mit der Familie woanders und eben ist kein... Ja, wir leben alle irgendwo anders und keiner möchte das Haus übernehmen und deswegen wollen wir es auch verkaufen, ja. Herr Grünewald, wenn ich jetzt Probleme haben sollte, sei es durch Brandschaden, Feuerschaden, ähnliches, wie und wo kann ich mich an Sie, an Südwest wenden? In Saarbrücken die 883 wähle, dann wäre sie sofort weiter verbunden oder sind schon beim richtigen Ansprechpartner, je nachdem, um was es geht. Wir wären dann sofort tätig oder übers Internet unter südwest.de sind wir jederzeit erreichbar. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg, dass es schnell vorangeht hier mit der Baustelle und dass Sie dann auch dementsprechend einen guten Käufer finden für das Haus und bedanke mich bei Ihnen beiden und vielen Dank. Gerne.